Herzlich willkommen heute aus München. SHK TV ist mit dem Bundesverband Wärmepumpe unterwegs und wir wollen heute mal gemeinsam interessante Objekte aufspüren, in denen Wärmepumpen verbaut worden sind. Wir starten hier im Werksviertel. In der Wohnanlage sind drei dezentrale Hochtemperatur-Wasser-Wasser-Wärmepumpen installiert. Insgesamt werden so 13 Gebäude mit umweltfreundlicher Wärme versorgt. Es ist so, dass die Anlage hauptsächlich durch BRKWs versorgt wird. Und diese BRKWs, die treiben im Sommer eine Absorptionskältemaschine an, die hier im Quartier die Kälteversorgung macht. Und diese Absorptionskältemaschine, die produziert Abwärme. Und diese Abwärme machen wir uns hier bei dieser Anlage zunutze und nutzen die als Wärmequelle für unsere Hochtemperatur-Wärmepumpen. Diese produzieren hier im Sommer bis zu 80 Grad Vorlauftemperatur und versorgen hier das Quartier zusätzlich zu den BRKWs. Und dadurch substituieren wir hier den Großteil der Kesselanlage. Die Besonderheit, die wir hier noch haben, ist, dass wir die Maschinen hydraulisch kaskadiert haben. Das heißt, die werden auf der Warmwasserseite in Reihe durchfahren. Und dadurch haben wir eine deutliche Effizienzsteigerung gegenüber einer normalen Verschaltung. Um das mal in Zahlen zu fassen, sind ungefähr 20%, was wir hier an Effizienz nochmal gewinnen. Und das war hier so ein bisschen der Kniff, den wir uns hier ausgedacht haben. Unsere nächste Station, die Bayernwerke Natur. Die Wärmepumpenanlage hier wurde bereits 2001 installiert. Die Anlage hier ist jetzt schon fast 20 Jahre alt. Das zeigt eben, wie robust die Technik ist, wie langlebig sie wirklich ist. Sie ist erprobt. Die Wärmepumpe ist keine Zukunftsmusik. Sie ist seit vielen Jahren da. Und Anlagen wie diese eben zeigen halt, dass es zukunftsweisend ist und eine Technik, auf die man eben bauen darf in den nächsten Jahren. Rund 9.400 Quadratmeter werden hier über Flächenheizung, genauer gesagt eine Betonkernaktivierung, erwärmt bzw. gekühlt. Da ist eine Wärmepumpenanlage verbaut. Das ist eine, also vier Einzelwärmepumpen, 35 kW in etwa, thermische Leistung. Da wird dieses Gebäudekomplex versorgt mit Wärme im Winter natürlich und dann mit Kälte im Sommer. Also da werden dann die Pumpen, die Brunnenpumpen, die das Wasser fördern, das Wasser, das kalte Wasser durch das Gebäude fördern und entsprechend das Gebäude kühlen. Unser letztes Objekt, das neue Gebäude der Firma Hoffmann. Aus zwei Schächten fördern hier abwechselnd zwei Pumpen das Grundwasser. Die zwei Wasser-Wasser-Wärmepumpen wandeln die kostenlose Energie des Grundwassers in nutzbare Heizwärme um. Im Sommer wird das Gebäude damit gekühlt. Also München liegt auf der sogenannten Münchner Schotterebene. Das ist ein Kiesvorkommen, das etwa 20, 30 Meter mächtig ist. Und die Kiese sind randvoll mit Grundwasser. Und dieses Grundwasser unterströmt München und kann hervorragend genutzt werden zum Heizen und auch zum Kühlen. Und es sind gigantische Mengen, die hier zur Verfügung stehen, sodass man also sich gigantische Mengen an Heizöl pro Jahr einsparen könnte, wenn man diese Grundwasser zum Heizen nutzt. Also im Prinzip, wer dieses Grundwasser nicht zum Heizen nutzt, der hat die Zeichen der Zeit noch nicht verstanden. Hier sind sehr gute Voraussetzungen. Wir haben hier 10 Meter Grundwassermächtigkeit, enorm ergiebig. Man kann also hier problemlos 50 Liter pro Sekunde herausnehmen, ohne irgendwelche Beeinflussungen von Nachbargebäuden oder anderen thermischen Nutzungen, die vielleicht ein paar hundert Meter entfernt stattfinden. Also es sind wirklich perfekte Voraussetzungen und man kann hier zwischen 150 und 200.000 Liter Heizöl pro Jahr einsparen. Ja, liebe Zuschauer, das war's für heute aus München. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei waren. Morgen sind wir wieder aus Düsseldorf für Sie da, dann wie gewohnt mit Ihrem SHK TV Markt. Also gerne wieder reinschauen. Bis morgen.